Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa. Ich lade Sie heute ganz herzlich ein zu meiner 200. Sendung, da bin ich natürlich sehr stolz drauf und dafür habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, den ich Ihnen jetzt vorstelle und Sie werden sicherlich erstaunt sein, aber ich habe wieder meine Dame, denn meine Damenquote, die ist so gering, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde von meinen Zuschauern, die sagen, warum hast du eigentlich so viele Männer, warum so wenig Damen? Das habe ich mir zu Herzen genommen und habe sie natürlich eingeladen. Jetzt sitze ich hier bei mir, eine ganz, ganz tolle Frau, die einen langen Weg gehabt hat heute aus Frankfurt, aber trotzdem gut drauf. Und jetzt sitze ich hier, Britta Karlsson. Wer sie ist und was sie macht, erzählen wir gleich. Britta. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Gut nach Kiel gekommen. Ja, ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Ne? Ja, das ist ja meine genau. Heimat und Frankfurt war ich dienstlich. Aber ich wohne mit meinem Mann immer noch in Wiemersdorf. Also ist jetzt nicht so weit weg eigentlich. Nee, geht. Wiemersdorf, ist das doch Hamburg, ne? Nee, Schleswig-Holstein. Das ist das Schleswig-Holstein? Ja, hinter Bad Bramstedt. Hinter Bad Bramstedt. Von hier eine halbe Stunde, ist nicht so weit. Du hast doch gar keine... Ist ein Heimspiel. Ja, aber dann warst du schon länger zu Hause heute. Ich bin heute Morgen um 7 aus Frankfurt los. Bin dann noch mal kurz eine Stunde nach Hause und bin dann wieder weiter hier. Kurz einmal durchgeschnaubt und dann war ich hier. Okay, prima. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz mal was erzählen, wer sie ist jetzt. Wie gesagt, hat in Altenholz Fußball gespielt, kommt aber auch noch drauf und ist zurzeit Co-Trainerin oder Assistenztrainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also ein Posten, wo ich erstmal ganz, ganz herzlich gratulieren möchte. Ja, danke schön. Alles, alles Gute. Danke. Britta, wir kommen jetzt mal zum 3.3.1978. Da bist du in Kiel geboren, nicht in Altenholz. Nee, das war in Kiel. Ja. Ich glaube, das war auch nicht so einfach wegen der Schneekatastrophe. 78? Ich meine, die war 78, wenn ich mich richtig erinnere. Mama, ja, das war erzählt. Das stimmt. Ja. Hat aber alles geklappt. Ich kam ein bisschen zu spät dann. Ich glaube, Mama hat das ein bisschen dann so rausgeschoben und bin in Kiel zur Welt gekommen. Hatte so Hochschnee noch nicht? Doch. Ich weiß gar nicht, doch, das war Hochschnee, aber dann hat das gerade wieder abgeerbt und ich sollte eigentlich 2 Wochen früher kommen. Ich war ein bisschen spät dran. Na, vielleicht war es ganz gut. War der Schnee schon weg? Genau, oder? Ich glaube, das hat sie so rausgezogen. Passt alles gut. Ja, passt ja, alles wunderbar, gut. Prima. Kannst du dich noch so ein bisschen an deine Jugendzeit erinnern? Ja, auf jeden Fall. Also erzählst du mal ein bisschen was? Gerne. Ich bin Altenholz groß geworden, habe bis zu meinem 18. Lebensjahr da auch gelebt, bin zur Schule gegangen und habe da natürlich auch Fußball gespielt. Ich glaube, seit meinem 4., 5. Lebensjahr. Also im Verein gab es ja erst ab 6. Aber mit 4, 5 durfte ich immer schon bei den Jungs da mitkicken. Ach was? Ja. Ja, schön. Aber das war in Altenholz, ne? Das war Altenholz, ja. Kiel, wie gesagt, ist so, bin ich zwar geboren worden, habe auch meine Großeltern hier gehabt und auch Familie und Freunde, aber selbst groß geworden in Altenholz. Ja. Bisschen auf dem Dorf. Auf dem Dorf, das ist so schön. Ja. Gut. So, Schulzeit war zu Ende, Abitur gemacht. Ja. Dann war das schwierig, eine Lehrstelle zu finden oder war das zu der Zeit nicht schwierig? Nee, nicht das einfach? War damals relativ einfach. War einfach? Ja, also Abitur war okay. Also musste man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Gut. Und habe dann eine Lehrstelle bei der Landesbank Kiel, hieß sie damals noch, nachher HSH Nordbank. Oha. Also ich war aber nicht zuständig für die Pleite. Ich habe dann die Ausbildung. Nee, schon zu lange her, wo du da warst. Ja, ist zu lange her, genau. Da lief noch alles ganz gut und habe dann da auf 2 Jahre verkürzt. Habe da 2 Jahre meine Ausbildung gemacht und währenddessen auch eigentlich schon in der ersten Liga nachher gespielt, beim Schmalfelder SV, also bei uns auch wieder auf dem Dorf hier in Schleswig-Holstein. Ja, gut, okay. Ja. Aber du hast, wie du Lehre zu Ende hattest bei der Landesbank, da warst du noch bei anderen Unternehmen, immer so an verschiedenen Unternehmen beschäftigt? Nee, also nach der Landesbank habe ich erstmal studiert, habe ein Grundstudium in der VWL gemacht, hat mich aber nicht so interessiert. Habe ich dann gemerkt, Grundstudium ziehe ich jetzt noch durch, ist okay, und bin dann immer wieder arbeiten gegangen, war in der Sparkasse, habe da gearbeitet, nachher auch noch Comdirect-Bank. Und im Controlling von der großen Coffeeshop-Kette. Aber immer nebenbei dann schon Fußball gespielt und sehr intensiv auch. Es war schon sehr, sehr anstrengend. Aber Fußball war immer Nummer 1, ne? War immer Nummer 1, ja. Also ich hätte auch, glaube ich, Karriere in der Bank machen können. Also mit 23 war ich stellvertretende Leitung in der Bank schon. Aber ich habe mich dann für den Sport entschieden, obwohl ich wusste, Geld verdienst du damit erstmal nicht. Na gut, okay, richtig. Aber du hast es richtig gemacht. Ja, also ich bin dem Herzen gefolgt und nicht dem Verstand. Also manchmal ist es richtig, manchmal würde ich es anders machen, aber in dem Fall war es genau richtig. War genau richtig, ne? Ja. Wann bist du angefangen, Fußball zu spielen? Mit 6 Jahren, dachtest du, ne? Ja, mit 4 immer schon so im Verein ein bisschen mitgekickt. Weil es gab ja damals, glaube ich, noch keine Pampers-Liga, das kam ja erst später. Und dann mit 6 in der F-Jugend beim TSV Altenholz. Aha. Ja. Dann bist du aber weggegangen auf Umwegen zum HSV. Welche Umwege waren das? Wurdest du da? Wie macht man das? Hast du dich da zu der Zeit so beworben oder kam die auf dich zu? Nee, das ist ein bisschen komplizierter. Ah ja, dann erzähl mal bitte. Ich war beim Schmalfelder SV. Das war ja Gründungsmitglied der Bundesliga, der Frauenbundesliga, damals noch Nord und Süd.
Und ich habe da meinen Mann kennengelernt. Das war der Trainer der Bundesliga Frauen. Und dann haben wir gleich das öffentlich gemacht, kein Geheimnis draußen. Dann habe ich gesagt, ich wechsle den Verein, damit gar nicht irgendwie da was aufkommt in der Mannschaft. Und dann bin ich zum HSV gegangen und hatte aber auch schon mit U16, also unter 16, mein erstes Länderspiel gemacht und war auch nicht ganz so unbekannt. Und habe dann da meinen nächsten Weg sozusagen, meinen nächsten Schritt dann gemacht. Ja, okay. Du bist dann aber 2004 nach Potsdam gegangen. Potsdam ist ja auch ein sehr erfolgreicher Verein, ne? Immer noch, oder? Also nicht mehr ganz so wie früher. Also ja, aber da waren sie ja sehr, sehr erfolgreich. Ja, war erfolgreichste Zeit mit und ich war auch dankbar dafür. Ich mit 26, nachher mit 24, relativ spät, ja erst dann so ein bisschen Karriere gemacht im Fußball und bin dann 2004 nach Potsdam nach dem Angebot dahin gewechselt. Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Genau, ich hatte dann mein erstes Länderspiel auch gemacht 2004 und kurz danach kam dann auch die Anfrage, über Spielerin, glaube ich, gesteuert, die mich ganz gerne nach Potsdam holen wollen. Das waren Nadine Angerer und Ariane Hingst. Ah ja. Die brauchten noch jemanden für die Abwehr in Potsdam. Und dann, klar, habe ich überlegt, was mache ich, weil dafür musste ich meinen Job aufgeben. Ich habe ja immer noch ganz normal 40 Stunden gearbeitet beim HSV während der Zeit. Und habe dann wirklich gesagt, okay, ich mache Profi, in Anführungsstrichen. Das heißt, du konntest davon leben, also jetzt nicht reich werden. Aber und hatte noch 20 Stunden für mich nebenbei gearbeitet, weil nur Fußball spielen war dann doch auch zu langweilig. Ja. Und bin dann 2004 nach Potsdam gegangen. Ja, ja. Welche Titel habt ihr da oder bei welchem Titelgewinn warst du dabei? Also in Potsdam haben wir eigentlich alles gewonnen. Wir sind dann, damals hieß es noch UEFA Women's Euroleague, jetzt ist ja die Champions League, das hat sich ja dann erst nachher die Name geändert. Ja. Also die haben wir gewonnen, praktisch die Champions League, dann Deutscher Meister und zweimal Pokalsieger und in der Zeit auch noch Europameister 2-5. Also es lief einfach in der Phase, lief es nochmal perfekt. Also es war halt auch nicht absehbar und es war auch nie ein Ziel von mir, weil ich hatte mit 16 halt eine sehr, sehr schlimme Verletzung, sodass es eigentlich auch hieß, nie wieder Fußball spielen. Also ich hatte Kniescheibe, ist mehrmals rausgesprungen und Bein wurde durchgesägt, neue Achsenstellung und musste neu laufen lernen. Ja. Ja, also eine sehr anstrengende OP gehabt und dann auch erst wieder mit 18 Fußball gespielt. Insofern war das eigentlich in weiter Ferne, nochmal Karriere zu machen. Insofern genießt man das, glaube ich, umso mehr und weiß es noch mehr zu schätzen, wenn man dann nochmal all das erleben darf. Wenn du 2003 das WM-Finale siehst und denkst, boah, sieht das schnell aus, kann ich eh nicht mithalten. Ja. Und dann 2005 im EM-Finale stehst, dann weißt du, man kann doch nochmal seine Ziele und seine Träume vielleicht erfüllen, die man nur noch unbewusst hat. Ja. Und alles ist möglich, wenn man einfach hart dafür arbeitet. Ah, ja. Das geht, aber auch mit 26 noch. Ja, aber nach der fürchterlichen Sache hast du bestimmt gedacht, jetzt vorbei, ne? Ja, definitiv. Ja. Ja, also das war mir nicht so bewusst mit 16, aber wenn du dann 2 Jahre in der Reha bist, dann, dann weißt du eigentlich, mal gucken, ob es überhaupt nochmal geht. Ja, ja. Und eigentlich hat mich mein Lehrer damals dazu gezwungen, zu meinem Glück. Ach was. Weil ich wollte eigentlich gar nicht mehr Fußball spielen, weil ich auch so gefrustet war irgendwie. Ja. Und er hat gesagt, pass auf, eigentlich darf es keiner wissen jetzt, du musst nicht mittouren und kriegst eine Eins, wenn du beim Fußball mitspielst, bei Jugendturnier für Olympia. Und dann war das unser Deal. Das. Und dann habe ich, ich das müssen wir unter der Hand machen. Ja, ja. Nee, ist okay, ist schon so lange her, ist verjährt. Ist Achso, ganz gut. Ja. Und dann habe ich wieder viel Spaß dran gefunden. Und dann hatte ich den Spaß wirklich verloren, durch die Schmerzen einfach. Ja, toll. Und, dann wiedergekommen, ne? Und dann wiedergekommen. Ja. Immer mit Hermann Rieger zusammen vom HSV. Also der hat mich immer heimlich behandelt. Auch, Aber wenn Felix Magath oder Fagelsdorf auf dem Platz waren, hätte er mich immer reingeholt und behandelt. Ja, weil ohne den wäre es nicht gegangen. Also ohne den würde ich jetzt hier auch nicht sitzen. Hermann war ein Zauberkünstler, ne? Ja, ohne den wäre ich nicht hier. Definitiv nicht. Auf tatsächlich, ne? Ja, hätte ich die Karriere nicht gemacht. Na, das glaube ich gerne. Ja. Aber so ein, damals war so ein Wunsch, irgendwann mal eine Nationalspielerin zu werden, der war dann aber auch immer vorhanden, ne? Der war ganz, also früher groß mit unter 16. Wenn du dein erstes Länderspiel machst, dann wirst du ja auch nachher mal da oben hin. Genau. Und dann war er eine Zeit lang eigentlich weg oder auch einfach nicht mehr realistisch und greifbar. Mhm. Weil du dann nachher wieder gespielt hast beim HSV. Ja. Aber es war jetzt nicht Leistungsfußball in dem Sinne, auch wenn es erste Liga war. Das war ja noch anders als heute das ist. 40 Stunden oder auch mehr gearbeitet, Samstag Bankfach mitgemacht und dann noch sonntags irgendwie gespielt und nochmal 10 Stunden im Bus gesessen. Das war jetzt ja nicht das, wie man sich das vorstellt. Ja. Und dann kam das irgendwie doch nochmal alles so. Und Tina Teune, weil dann Bedarf da war, hatte ich ein bisschen profitiert von Verletzungen 2004 von anderen Spielerinnen. Aha. Gesagt, wir brauchen dich, hast du Lust? Und da überlegst du ja nicht lange, wenn die Bundestrainerin anruft. Ja, so ist gekommen. Wann war denn dein erstes Spiel in der Nationalmannschaft und wo und gegen wen? Das war im März 2004 gegen China. Gegen China? Ja, also gegen China haben wir immer gespielt. Ja. Früher. Das war immer, ich glaube, da hatte man so einen Vertrag unterschrieben, dass man immer gegen China spielen muss. Ach so. Sehr, sehr viele Spiele gegen China und das war ein 1-0, Auch auf in China? Nee, es war zu Hause. Immer zu Hause? Nee, das war, wir haben auch in China gespielt. Wir hatten immer mal wieder ein Turnier in China, so ein Vier-Nationen-Turnier. Das war ein Jahr später.
aber das war im März, war es zu Hause. Ach so, okay. Ja. Chinesen. Spielen die chinesischen Damen auch guten Fußball wie die Herren? Die sind in unserer Gruppe bei der WM. Das ist unser erster Gruppengegner. Mein lieber Mann, ja, da müssen wir uns jetzt drauf vorbereiten. Die sind immer nicht berechenbar. Ja. Asiaten sind typisch einfach fleißig. Ne? Ja, richtig. Geben nicht richtig auf. Also ja. Es wird ein harter Kampf, ja. Ja. Wie lange hast du in der Nationalmannschaft gespielt und wie viele Tore? Knapp 2,5 Jahre. Also es ging auch einfach dann nachher vom Knie dann auch nicht viel länger auf dem Niveau, weil du schon ja mehr machen musst als vorher. Ich glaube, es waren 31 Länderspiele und 4 Tore. Also ist okay. Ja, alles okay. Ja, also ich bin jetzt nicht so der Knipser gewesen. Ach, nee. Welche Position hast du gespielt? Auf der 6. Ach so, auf der 6. Das ist schon eine gute Position. Ja, ich musste immer laufen für die anderen. Viel laufen, ja gut, okay. Aber immer ein gutes Auge haben, ne? Ja, genau. Spiel lesen. Ich glaube, das kommt einem als Trainer auch ganz gut zugute so. Wichtige Position, ne? Ja. Ja, gibst du das, glaube ich, dir gerne. Ich komme noch mal auf Potsdam zurück. Nach der Europameisterschaft gab es da irgendwelche Differenzen und da bist du dann weggegangen oder musstest du weggehen? Oder? Das war noch ein bisschen später. Also nach der Euro war eigentlich noch alles gut. Das fing dann nachher 2006 so ein bisschen an. Aber das heißt Differenzen. Man ist ja auch irgendwie mündig nachher, ein bisschen ältere Spielerin. Und Herr Schröder war ein typischer Trainer aus dem Osten und man hat dann einfach nicht mehr immer gleich gedacht, aber da kann man keinen Vorwurf machen. Ich glaube, da gehören immer 2 zu. Und ja, klar. Dann haben wir beide aber einvernehmlich gesagt, okay, wir trennen uns. Ja. Und jetzt haben wir uns wiedergesehen beim Spiel der Legenden in Potsdam und es war ein Umarmen, das war ein schönes Sehen, da war wieder mein Trainer. Ja. Aber er hat mich auch gleich wieder irgendwo hingestellt nach hinten und wollte mir wieder Anweisungen geben. Und ich gesagt, nee, jetzt haben wir einfach nur Spaß heute. Also wie er dann halt so ist, so ehrgeizig. Wir haben jetzt ein schönes Verhältnis miteinander und so toll. Also ist alles gut. Damals war es alles ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, es ist ganz normal. Aber dann wann bist du dann nach Wolfsburg gegangen? Das war zur Winterserie praktisch 2007. Nach Hamburg, nach HSV. Oder HSV, Potsdam und dann Potsdam nach Wolfsburg. Ach, von Potsdam nach Wolfsburg. Genau, und da habe ich eigentlich nur noch 1,5 Jahre gespielt, weil das Knie noch nicht mehr mitgemacht hat. Aha. Und bin direkt vom aktiven Posten in den Co-Trainer-Posten gegangen. Ja. Aber dann bist du auch in Wolfsburg geblieben als Vereinstrainerin, ne? Genau, ich bin Assistenztrainerin auch da gewesen. Ach so, habe am Anfang noch ein bisschen mitgespielt. Mhm. Bis Oktober wollte eigentlich im Sommer schon aufhören. Ja. Es ging aber nicht, weil wir 2 Kreuzbandrisse hatten. Und ach, dann fehlten uns eigentlich noch eine Spielerin und habe ich noch ein bisschen weitergemacht, bis eine andere wieder da war. Ja. Und dann war ich eigentlich ab 2008 war ich dann die Assistenztrainerin erst von Herrn Kellermann dann. Also, aha. So, und wie lange? Mit Unterbrechung, eigentlich bis letztes Jahr war ich jetzt, oder bis jetzt im Sommer war ich immer Co-Trainerin. Immer Co-Trainerin, und habe nebenbei, war ich ja noch die WM-Botschafterin 2008 bis 2011 bei Steffi Jones im Team für den ganzen Norden und für den Osten. Schön. Also es war viel zu tun in der Zeit. Und da haben wir ja Wolfsburg auch erst aufgebaut gemeinsam. Ja. Waren ja noch ein bisschen im Mittelfeld in der Bundesliga oder auch mal gerade gegen Abstieg gespielt und die letzten Jahre. Dann war ich ja, wie gesagt, nochmal weg. Habe ich meinen Fußballlehrer gemacht und Verbandssportlehrer wollte ich auch mal einen anderen Blickwinkel bekommen heute. Und bin dann zurückgekehrt und habe dann wieder mit sehr viel Spaß beim VfL Wolfsburg arbeiten dürfen. Aber Wolfsburg war doch auch erfolgreich, ne? Ja, zum Schluss auf jeden Fall. Ja, meine ich doch. Ja, sehr. Also die hatten... War aber nicht vergleichbar mit Potsdam, ne? Ist auch eine andere Zeit. Der Fußball ist auch nicht mehr vergleichbar. Ja, also das ist jetzt ja schon auch so in Wolfsburg, dass es einfach nachher, am Anfang haben wir noch irgendwie morgens um 7 trainiert und abends um 19 Uhr. Jetzt ist man trainiert morgens um 10 und um 16 Uhr, wie die Männer auch. Das war früher noch Amateursport, alle haben noch gearbeitet. Das hat sich eigentlich jetzt seit den letzten 5, 6 Jahren gewandelt. Es ist zum Profisport geworden, dass Fußball dein Beruf ist. Ja. Die viele Spielerinnen nebenbei eine Ausbildung machen oder halt auch ein Studium, das ein bisschen länger dauert. Aber es ist schon... So dein erstes Standbein war. Ja, gut, okay. Aber es gab aber auch jetzt, ich hoffe, dass du dich daran erinnern kannst, es gab 2011 mal ein ganz kurzes Comeback, ne? Ja, das haben die so genannt. Das war eigentlich zu meiner Verabschiedung. War noch ein Post im Kader frei und dann hat der Trainer gefragt, stellt sich noch mal ein Kader mit rein und dann haben wir es eher so als Gag gemacht. Ja, okay. 2018, also vergangenes Jahr, wie ist das vonstatten gegangen? War da was Rubisch auch mit derjenige, der gesagt hat, die wollen wir haben? Oder gab das vorher schon Kontakt zum DFB? Oder wie hat sich das überhaupt ergeben? Also man ist ja, wenn man im Frauenfußball tätig ist, ist die Welt ja relativ klein, muss man sagen. Also es gibt wenig Frauen, die einen Fußballlehrer haben. Ja. Und ich war auch damals Co-Trainerin der U17-Nationalmannschaft. Das war in der Zeit, wo ich den Fußballlehrer gemacht habe. Mhm. Also schon keine Unbekannte, dann ehemalige Nationalspielerin, da war Tina Teune eigentlich immer hinterher, dass wir auch in die Trainergeschichten mit reingehen. Ja. Und
Dann war das so, dass Horst sicherlich die letzten Jahre sich auch schon mit Frauenfußball ein bisschen beschäftigt hatte. Ja, ja. Das war ja so, das war ja jetzt nicht aus dem Nichts, sondern er war das Jahr davor, er war auch schon bei der EM. Wir kannten uns aber nur sporadisch ein bisschen. So. Also er kannte jetzt nicht unbedingt mich gut. Jetzt kennen wir uns wirklich gut, aber das war noch nicht so. Ja. Und die Anfrage kam dann über ihn, aber auch über meinen jetzigen Chef im DFB. Die kam dann, ich glaube, es war dann nach dem Schiebedienst irgendwann, als ich das dann so langsam dahin bewegte, dass da sich was verändert, haben sie sich bei mir dann gemeldet. Hat man dann so einen Gedankengang, wenn du jetzt Co-Trainerin bei Wolfsburg warst, hat man so einen Gedankengang schon mal, Nationaltrainerin zu werden, beziehungsweise Assistentin, oder sind das auch so Träume? Ja, also nee, also ich bin jetzt kein Karriereplaner in dem Sinn, das nicht. Es kommt immer, wie es kommt, denke ich, wenn du fleißig bist, dann kriegst du was zurück. Ja. Aber klar, es ist das Größte, für den DFB arbeiten zu dürfen. Und als der Anruf dann kam, dann habe ich erstmal überlegt, klar, bei Wolfsburg habe ich mir viel aufgebaut. Ja. Ich hatte ein ganz tolles Trainerteam, waren wir da, ganz tolle Menschen, mit denen ich immer noch befreundet bin, was wirklich Freunde geworden sind. Schön. Dann sagst du ja nicht gleich so, ja, super, mache ich. Obwohl man es eigentlich machen müsste, aber so innerlich hast du ja dann irgendwie so zwei Herzen. Und dann denkst du aber dann nochmal wirklich drüber nach und weißt, ja, das ist das, was du eigentlich auch möchtest, auf höchstem Niveau mit den besten Spielerinnen der Welt auch mitarbeiten zu dürfen, ist, glaube ich, einfach eine Ehre. Und dann einfach noch für ein Land arbeiten zu dürfen sowieso. Und dann war die Entscheidung auch relativ schnell getroffen. Traum geht in Erfüllung. Ja, schon. Ja, man hat für das Land spielen dürfen. Und das irgendwie ein paar Jahre später, so steht man an der Linie. Das hätte man vorher, glaube ich, nicht so erträumen lassen können. Wie viele Länderspiele hast du gemacht? Ich meine 31. Ich bin nicht so ein Zahlenmensch. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwas gelesen von 56, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. So viel war das nicht. Britta, kommen wir jetzt mal zu deiner jetzigen Tätigkeit. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit der Tätigkeit bei Wolfsburg, da sind die Ansprüche sicherlich wesentlich höher, oder ist es nicht der Fall? Nee, das ist was ganz anderes. Vereinsarbeit ist ja täglich. Ja. Also du hast eigentlich im Verein, so wie jetzt auch, jetzt habe ich auch noch einen anderen Job noch damit dazu, im Verein 70 Stunden die Woche schon gehabt. 70 bis 80 Stunden, du hast englische Wochen gehabt, du hast dich jeden Tag mit deinen Spielerinnen beschäftigt, mit deiner Mannschaft, mit deinem Umfeld, sehr, sehr eng, sehr enger Kreis, sehr intensiv. Jetzt siehst du dich alle 4 Wochen. Wenn es gut kommt, so mit den Abstellungsfristen. Ja. Das heißt, du hast eine lange Vor- und eine lange Nachbereitung. Und dazwischen ist mein anderer Job auch noch, das nennt sich Koordinatorin für die Junioren-Nationalmannschaften. Da auch weiter, dass wir gemeinsam ein weiteres Konstrukt entwickeln, dass wir Weltspitze bleiben. Sind das 2 verschiedene Jobs eigentlich. Ach so. Du arbeitest auf dem Platz ähnlich, aber trotzdem ist das eine ganz andere Intensität. Und wir haben natürlich auch eine ganz andere Auswahl und auch ein ganz anderes Handling mit den Spielerinnen als im Verein. Das ist nicht vergleichbar. Also zwei sehr intensive Jobs, aber jeweils auf dem gleichen Niveau. Also Wolfsburg war auch schon ein sehr, sehr hohes internationales Niveau, auch mit Weltklasse-Fußballerinnen. Ja. Wenn du jetzt diese beiden Jobs hast, wo trainiert ihr und wie oft denn? Also DFB ist ja, du bist an die FIFA-Abstellungsfristen gebunden. Ja. Das ist eine FIFA-UEFA-Abstellung. Jetzt treffen wir uns in 2 Wochen wieder. Und dann im Rhythmus alle 4 Wochen jetzt zur WM. Ja. Und im nächsten Jahr ist ein bisschen länger Pause. Da ist November die letzte Abstellungsfrist jetzt und dann erst wieder im März. Also früher hatten wir im Januar noch eine, die fällt jetzt weg. Und dann siehst du dich eigentlich für 7 bis 10 Tage immer. Ach so, okay. Das ist dann eine sehr intensive Zeit. Ja, also dann versuchen wir sehr, sehr viel zu arbeiten. Aber auch so, dass die Spielerinnen nicht ihren Spaß verlieren und nicht überfrachtet werden mit dem, was wir wollen. Mhm. Aber das passiert dann in Frankfurt, oder? Nee, wir haben immer verschiedene Trainingsstätten, auch da, wo wir Länderspiele machen. Also wir spielen ja jetzt Ende Februar, Anfang März, spielen wir in Frankreich. Am Sonntag haben die alle noch ihr Bundesligaspiel, dann treffen wir uns montags, fliegen nach Frankreich, machen montags noch ein bisschen Regeneration und dann geht es Dienstag, Mittwoch aufs Spiel, Donnerstag das Spiel in Frankreich, dann fliegen wir zurück. Haben dann nochmal ein Spiel zu Hause, ist aber kein Länderspiel, ist nur bei uns ein internes Spiel und haben dann noch 2 Marketingtage, Montag, Dienstag. Aha. Und so sieht das dann auch mal aus. Und 4 Wochen später spielen wir in Schweden, ähnlicher Ablauf, kommen zurück und spielen zu Hause in Japan, in Paderborn. Schön. Also es ist alles immer sehr organisiert. Ja, genau. Sehr detailliert geplant. Ja, aber wenn du jetzt sagst, sonntags haben die noch Bundesliga und dann seht ihr Montag, Dienstag, Mittwoch, bevor das Spiel ist, nur 3 Tage. Ja, ist oft so. Wir hätten gerne mehr Zeit, aber es geht ja nicht anders. Es geht nicht anders. Nee. Deswegen müssen wir halt anders arbeiten als im Verein. Deswegen ist das nicht vergleichbar. Ja. Also wir versuchen jetzt halt so ein bisschen unsere Spielphilosophie schon nach und nach reinzubringen. Mhm. Das war jetzt im Wintertrainingslager so die ersten Schritte. Und dann versuchen wir so bis zum Mai den Prozess weiterzuentwickeln mit den Spielerinnen gemeinsam, dass sie sich wohlfühlen in dem, was wir wollen. Und da hat man halt, sind diese 3 Tage sehr intensiv. Nicht jetzt nur von der Intensität im Training, sondern auch eher für den Kopf. Weil wir müssen ja die Belastungssteuerung im Auge haben. Ja, klar. Was sie vorher für Belastung hatten. Und kannst du ja jetzt nicht einfach nur draufpowern, dann kommt im Spiel nichts mehr rum. Ne?
Genau. Ja. Das ist bei Länderspielen, aber das ist natürlich bei Meisterschaften ein bisschen was anderes. Das ist anders, wann ist denn genau. die WM? Die WM ist im Sommer, das ist vom 7.6. bis zum 7.7. Also und da trefft ihr vor 4 Wochen vorher, oder? Nee, keine Zeit. Auch nicht. Die Liga geht ja auch wieder noch bis Mai und Aha. da ist noch Champions League Finale. Ja. Ich glaube, Champions League Finale müsste 18. Mai sein und dann kurz danach treffen wir uns. Ja. Haben wir noch eine kurze Vorbereitungszeit von knapp 8-9 Tagen. Ja. Und dann dürfen alle noch mal 2 Tage nach Hause, wenn wir den Kader bestimmt haben. Und dann fliegen wir nach Frankreich rüber. Langt. Langt die Zeit? Lang. Wir haben ja, keine andere Wahl. Bei den Herren ist es anders, ne? Nee, die haben auch nicht so viel Zeit. Haben auch nicht mehr so viel Zeit. Es ist ja auch mal differenzierter, wer wie lange spielt. Ja, ne? Also wer ja kommt doch an, wie lange die Saison geht, ne? Genau, aber das muss dann lang. Deswegen müssen wir uns jetzt sehr intensiv darauf vorbereiten. Ja, okay. Wir sehen wie wäre es bei euch in der Gruppe? China. Ja. Und dann Spanien und Südafrika. Also eine starke Gruppe. Aber WM gibt es eh keine schwachen Gegner. Nee. Das ist überall so. Nee, genau. Dann hört sich zwar schwer, hört ist, sich leicht an. Ist eine Floskel, ne? Aber es ist so. Da ist jetzt keiner, wo du sagst, das ist jetzt mal. Und Chancen rechnet euch natürlich aus, ne? Ja, so muss man ja auch ins Turnier gehen. Ja, man möchte ja jedes Spiel gewinnen. Das muss man da nicht hingehen, ne? Nee. Das ist die. Und was hast du für ein Gefühl? Ein gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Wir hatten jetzt ein gutes Wintertrainingslager. Es ist ein bisschen früh, um irgendwas zu sagen. Wir hatten doch kein Länderspiel, ne? Also das kann jetzt auch noch mal, wir können auch mal verlieren, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ja, wir haben bewusst starke Gegner ausgesucht, jetzt mit Frankreich, Schweden, Japan. Das sind ja auch im Benchmark ganz Mannschaften, die ganz oben sind, damit wir auch wissen, wo wir stehen und woran wir arbeiten müssen. Ja. Und wenn wir jetzt Sachen ausprobieren, dann werden wir auch sehen, dass vielleicht mal was nicht funktioniert. Ja. Oder dass wir halt auch sagen, da arbeiten wir trotzdem weiter dran, weil wir überzeugt sind. Und das versuchen wir jetzt mit den Spielern gemeinsam zu arbeiten. Okay. Ja. Wie ist denn jetzt deine, kann man sagen, Vorgesetzte? Ja. Ist Vorgesetzte von dir? Ja, aber sie lässt das jetzt nicht so raus. Aber einer muss ja der Chef sein, ne? Ja, klar, ist richtig. hast du die vorher schon gekannt? Ja, wir kennen uns. Also wir sind jetzt unabhängig voneinander eingestellt worden. Ja. Aber beide wurden natürlich gefragt, ob wir miteinander arbeiten möchten. Und das war unisono sofort ein Ja. Mhm. Weil wir uns seit Jahren einfach schätzen. Ach so. Und man kennt sich im Frauenfußball, wie gesagt, ist eine relativ kleine Welt. Und wir hatten auch viel Kontakt, weil sie ja die Schweizer Nationaltrainerin war. Ja. Und ich Co-Trainerin in Wolfsburg. Und wir hatten ja Schweizer bei uns. Und insofern haben wir auch oft telefoniert. Ja. Und dann merkt man ja auch schon, wie die anderen tickt. Ja. Und haben einfach gesagt, wir freuen uns drauf, zusammenzuarbeiten. Gut. Das hat jetzt auch im Wintertrainingslager gefühlt sofort geklappt. Schön. Dass man ein paar Stellschrauben immer hat, ist, glaube ich, normal. Das, aber die Spielerinnen hatten das Gefühl, dass wir schon lange zusammenarbeiten, also im gesamten Team. Mhm. Weil Martina das auch einfach gut macht. Also sie gibt Verantwortung ab, Vertrauen gleich, so ein bisschen Vorschusslorbeeren erstmal verteilt. Und auch da gleich gesagt hat, ich vertraue euch in den Bereichen, da habt ihr eure Stärken, bringt die ein. Und das macht sie, glaube ich, auch aus. Ja, das war toll. Hast du unter Steffi Jones wie lange gemacht? Mit Steffi Jones hatte ich jetzt eigentlich nur als WM-Botschafterin zu tun, 2008 bis 2011. Mit Steffi hatte ich jetzt zusammen gespielt damals noch. Aber sonst nach der WM 2011 und auch, hatten wir jetzt eigentlich wenig Kontakt. Ja, ja. Und wir hatten jetzt natürlich auch im Zuge dessen, als sie dann entlassen worden ist, auch keinen Kontakt. Ah gut, okay. Also praktisch bist du dann eingestiegen, wie Horst angefangen ist, ne? Ein Tick später, weil ich ja noch in der Saison in Wolfsburg war. Ja. Die Anfrage kam, ob ich schon früher, das wollte ich aber nicht, weil ich Wolfsburg definitiv nicht alleine oder im Stich lassen wollte. Das gehört sich einfach nicht und das wollte ich auch nicht. Wir hatten ja noch tolle Finalspiele vor uns. Und dafür ist mir auch der Verein und die Mannschaft zu wichtig gewesen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich im Sommer dazukomme. Ja. Und vorher hat das dann Ulrike Beiwig gemacht und hat Horst praktisch unterstützt. Weil wenn du noch nie im Frauenfußball warst, brauchst du ja auch ein bisschen Unterstützung. Klar. Ja, sicher. Und das hat Ulrike dann toll gemacht. Und wie gesagt, dann habe ich sie abgelöst sozusagen im Sommer. Ja, toller Typ, ne? Ja. Glaube ich, hat viel Spaß gemacht, ne? Ja, vor allem war die auch sehr erfolgreich, ne? Ja, bei den Vorbereitungsspielen, ne? Definitiv. Also mit Horst zusammenarbeiten zu dürfen, ist natürlich erstmal ist eine Ehre. Also für mich, auch wenn er immer sagt sowas nicht, aber ist so. Ja, ist klar. Und, ist richtig. Man lernt einfach auch eine Menge von ihm. Ja, das glaube ich. Das ist so. Ja, also bin ich dankbar für, dass wir noch mal ein paar Monate zusammenarbeiten dürfen. Und wir bleiben ja auch in Kontakt und so ein bisschen mein Mentor bitte auch bleiben. Sehr schön, sehr schön. Ja, es ist, ich sag mal, ein sehr einfacher, aber auch sehr gepflegter und ein sehr fröhlicher und nicht aufgeblasener Mensch. Ne? Also ich mag Horst einfach und die Spielerinnen haben ihn auch einfach gleich ins Herz eingeschlossen. Aber er ist auch jemand, der eine absolute Fachkompetenz hat und der auch weiß, wie er das rüberbringen muss und auch gleich ein Gefühl für die Mannschaft, aber auch für was auch wichtig ist, für den Staff hat, also für alle, die drumherum arbeiten, für das Team hinter dem Team, weil er alle einbezieht und einfach eine ganz, ganz klare Linie hat und jeder weiß, woran er ist und was er von einem verlangt. Ja. Und das ist halt auch eine Qualität, die, glaube ich, nicht jeder mitbringt. Nee, das ist
Genau, das ist die menschliche Form, die er hat. Ne? Ja. Aber ich glaube auch, dass er niemanden so richtig wehtun kann. Ne? Oh, da doch, hat das er kann er. Oder kann er das? Das kann er auch. Ja. Oh. Wenn ihn niemand ärgert, kann er das auch. Aber er ist immer ehrlich. Also ist immer, ja, es ist immer in Ordnung. Ja, dann hat man aber auch Respekt. Der hat dann davor, meistens, ne, auch leider recht. Ja, wenn er mal so und so reagiert, dann hat man ja auch Respekt. Ne? Ja, also Respekt habe ich sowieso. Das ist sowieso. Ja. Steffi, dein schönstes Erlebnis beim Fußball? Mein schönstes Erlebnis. Es gibt jetzt mehrere Erlebnisse. Es ist jetzt gar nicht so eins, aber. Ne, mach euch zwei. Ja, als Spielerin, klar, die EM 2005 war was ganz Besonderes, weil man da eh nicht mehr mit gerechnet hat. Ich durfte im Finale spielen, hatte, glaube ich, auch eins meiner besten Länderspiele gemacht in dem Finale in England. Es waren viele Zuschauer, also das war schon ein überragender Moment. Ein schöner Abschluss für Tina, weil sie danach aufgehört hatte. Ja. Und dann war es 2014 mit dem VfL Wolfsburg. Wir haben erst das Champions League-Finale gewonnen, wo wir zweimal Rückstand waren. Ja. Das war, wir lagen 0-2 zur Halbzeit zurück gegen eine Übermannschaft, eine zusammengekaufte Übermannschaft mit Martha und Co. Oh, haben dann das 2-2 gemacht, lagen 3-2 zurück und haben nachher 4-3 gewonnen. Oh. Waren vorher auch noch nicht qualifiziert für die Champions League. Man ist ja nur Platz 1 und 2 in der Frauenliga qualifiziert. Ja. Und durch den Champions League-Sieg bist du qualifiziert. Und hatten dann ein paar Tage später noch das letzte Spiel in der Bundesliga. Ja. Und das war für mich mit das schönste Spiel im Frauenfußball. Das war noch am alten Stadion Elsterwig beim VfL Wolfsburg gegen FFC Frankfurt. Die waren die ganze Saison Erster. Mhm. War nie Erster. Und konnten mit einem Sieg aber Erster werden. Unentschieden hätte nicht gereicht. Wir waren aber qualifiziert schon mal für die Champions League. Das war schon gut für den Kopf. Und hatten ja auch den Titel verteidigt, weil das Jahr vorher wurde Wolfsburg ja auch Champions League-Sieger. Ja. Und es war ausverkauft, wie gesagt. Es waren 35 Grad. Oh. Wir führen 1-0, kriegen, glaube ich, in der 81. das 1-1 und machen in der 89. das 2-1. Und das Stadion bebt halt. Ne? Ja, also, das ist völlig klar. Und das war so mit der schönste Moment, Ja, das glaube ich. So ein Double zu holen und auf die Art und Weise mit der Mannschaft war schon was Besonderes. Ja. Aber WM sind Höhepunkte, ne? Ja, also das sind von den Emotionen finde ich, sind das zwei völlig verschiedene Sachen, aber beide sehr emotional viel wert für mich. Frauenfußball ist noch nicht Olympia, ne? Doch. Letztes Jahr sind wir Olympiasieger geworden. Ach ja, richtig, stimmt. Da warst du ja dabei? Nee, da war ich nicht dabei. Da warst du nicht mehr dabei? Nee. Also das war ja Horst. Und da warst du noch Wolfsburg, ne? Da war ich noch Wolfsburg, genau. Ja. Horst hatte ja Silber geholt und die Frauen haben Gold geholt. Und da haben sie auch schon, da hat er die auch noch mehr kennengelernt. Schon zuvor hatten die miteinander ein bisschen was gemacht zusammen, um sich darauf vorzubereiten auf Olympia. Ja. Weil die kannten das ja lange nicht. Die waren lange nicht dabei, die Jungs. Und hatten, wie gesagt, eine Vorbereitung zusammen in Frankfurt mal sich getroffen, ein bisschen ausgetauscht. Ja. Und haben dann natürlich zusammen gefeiert nachher im olympischen Dorf. Ja, Silber, die Herren, das kann mich kurz an erinnern. Ein bisschen Pech gehabt, der hätte ja anders reinkommen. Ja, genau, es war im Elfmeterschießen. Ich glaube, Nils Petersen hat das nicht geschossen. Ja, das war nicht ganz so glücklich. Elfmeterschießen. Aber trotzdem tolle Leistung in Brasilien, im eigenen Land war schon. Ja, eben. War ein tolles Erlebnis und das schwärmt er auch immer noch von. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich habe ja auch schon viele Sportler hier gehabt, auch Olympiasieger. Ja. Und alle sagen, Olympia ist mehr als eine Weltmeisterschaft. Ja, also mein Traum ist es auch. Vom Flair her, ne? Also mein Traum ist jetzt die WM. Also ich durfte ja nie daran teilnehmen. Ja. Ich habe es ja nicht geschafft als Spielerin. Ich war bei einer WM bei der U17 mal mit dabei. Das ist aber U17 halt. Und es erfüllt sich ein Traum für mich. Und natürlich wollen wir über die WM uns für Olympia qualifizieren, was ja nicht einfach wird, weil eigentlich heißt es immer fast Halbfinale erreichen, damit du qualifiziert bist. Die besten drei Europäer kommen damit zu Olympia. Mhm. Aber das ist natürlich ein Traum. Also WM ist ein Traum und der zweite Traum wäre Olympia. Olympia auch ein Traum? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ist ja auch noch in Tokio, ist ja auch noch was Besonderes. Auf jeden Fall, ja. Tokio ist sehr, sehr oft ja auch Olympia gewesen. Ne? Also Olympische Spiele sind, glaube ich, für alle Sportler was ganz Besonderes, egal wo eigentlich. Wie gesagt, höre ich immer wieder hier. Ob das jetzt Heike Henkel war oder Willi Holdorf, alle schwärmen davon von Olympia. Ich habe es auch nur, ich habe nur Tolles gehört. Ja, und man sieht es ja auch im Fernsehen. Also man fiebert ja mit, egal welche Sportler. Ja, genau, richtig. Ja. Hast du auch Zeit bei deinen vielen Tätigkeiten für ein Hobby? Und wenn, hast du eins? Hobby. Was heißt, ich versuche Sport zu machen, so gut wie es geht immer noch. Ist natürlich schwierig, aber man will ja auch ein bisschen fit bleiben. Ja. Will auch ein bisschen Vorbild bleiben. Ja. Mein Mann und ich gehen tauchen im Urlaub, wenn wir es denn schaffen. Mhm. Also der Urlaub ist zweimal im Jahr. Und da versuchen wir es auf jeden Fall dann gemeinsam zu machen. Ich habe es jetzt für mich die letzten Jahre so ein bisschen entdeckt. Aber sonst ist natürlich wenig Zeit für Hobby. Und wenn, dann versuche ich auch mal meine Familie zu besuchen. Ja. Als ich in Wolfsburg war, hatte ich noch weniger Zeit. Jetzt bin ich ja zumindest mal, habe ich eine Homebase. Entweder kommen die mal vorbei oder so wie vielleicht heute schaffe ich es noch, vielleicht mal kurz rumzufahren, mal spontan vorbeizuschauen. Ja. Aber viel, viel Zeit, außer vielleicht noch mal ein Buch lesen.
Aber es ist jetzt auch kein Hobby in dem Sinne. Bleibt nee, nicht, nee, ist klar. Aber du hast jetzt mehr Zeit als im Verein, ne? Nee, also auch nicht wirklich. Durch die zwei Jobs in Anführungsstrichen, durch die andere Funktion auch noch, versuche ich auch viel in die anderen Bereiche mit reinzuschnuppern. Jetzt war ich, wie gesagt, von Montag bis Mittwoch bei unserer U15-Nationalmannschaft, um mal da zu schauen, wie die Spielerinnen, welches Niveau die haben, weil das ist schon lange her bei mir, kann ich mit auch noch nichts zu sagen, aber jetzt war ich mal da und habe mir einen Eindruck vermittelt. Dann war ich jetzt bei der U17-WM in Uruguay letztes Jahr, bei der U20-WM in Frankreich, U19-WM in der Schweiz. Das heißt, du bist viel unterwegs. Ja. Und dadurch bist du jetzt nicht unbedingt viel mehr zu Hause. Aber wenn du nach Hause kommst, kommst du nach Hause. Ja. Und nicht wie Wolfsburg, wo du dann durch Wolfsburg und dann vielleicht mal alle 2-3 Wochen für 2 Tage zu Hause kurz bist. Das ist nicht so. Das ist schon was anderes. Und das ist schön. Also ich freue mich auf zu Hause. Aber du kriegst auch viel zu sehen, ne? Ja, jetzt auch ein bisschen bewusster. Als Spielerin bist du ja auch viel rumgekommen. Da waren wir auch überall. Ja. Aber da hat man noch kein Bewusstsein dafür. Und ist, wenn Mittagspause ist, ist man froh, wenn man mal die Füße hochlegt. Und jetzt ist es so, dann hat man schon ein anderes Bewusstsein, wenn man über die Städte fliegt und auch mal kurz durch die Städte geht und auch versucht, ein bisschen was zu sehen. Aber die Zeit ist immer noch sehr, sehr begrenzt. Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Stelle ich immer meinen Gästen. Also tolle Zeiten im Fußball hast du gehabt und zwei Dinge hast du herausgesucht von dreien oder vieren. Das war sehr schön, aber jetzt möchte ich mal etwas anderes von dir wissen, außer diesem sportlichen Ereignis. Gibt es irgendwas Besonderes aus deinem Leben, außer Heirat natürlich jetzt, wo du sagen kannst, Mensch, ich habe damals irgendwo was Tolles erlebt, woran du vielleicht auch schon mal öfter dran denkst? Puh, weiß ich so spontan, irgendwas Besonderes. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Nicht so. Nur lassen wir das einfach. Ich überlege gerade mal, habe ich jetzt. Ja. Der Sport hat einfach immer so mein Leben schon dominiert. Also, das waren immer schon so die besonderen Momente in meinem Leben. Ja, genau. Ja, gut. Ja, mein Neffe, der jetzt geboren wurde, das ist schon was Besonderes. Ja, das, aber das ist jetzt wieder Familie. Ja, du machst ja nichts, machst aber, ja nichts. Sonst so andere Highlights, an die ich mich erinnere. Es bleiben dann doch immer die sportlichen Highlights dann eher. Glaube ich. Ja. Habe ich auch Verständnis für. Und das ist ja das, was aushängt. Bei so einer tollen Sportlerin, wie du das bist, sind natürlich diese Dinge ganz besonders wichtig auch und bleiben auch hängen. Ne? Ja. Das verstehe ich auch. Britta, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Viel Erfolg mit der Mannschaft, jetzt auch bei WM. Wir werden das alles schön verfolgen. Ja, danke. Und ich freue mich nochmal und sage nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne. Und viel, viel Gesundheit und alles, alles Gute. Danke. Komm gut nach Hause. Und danke nochmal, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. So, meine Damen und Herren, das war's dann wieder mit einer tollen Frau. Habe ich mich sehr gefreut. In der nächsten Woche haben wir eine Wiederholung, weil ich so ein bisschen krank bin und kann da keine Aufzeichnung machen. Und wir nehmen nochmal Björn Engholm. Und das war natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sendung. Wenn Sie dann dabei sein wollen, schalten Sie bitte ein. Und ich bedanke mich auch nochmal, dass Sie jetzt hier dabei waren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke.